Der Transit Custom L1 als Version Nugget mit Aufstelldach in einer tollen Farbe. Unten ist es nämlich mattrot, so weinrot so ein bisschen. Und ja, in der Mitte ist es weiß und man hat ein Aufstelldach, was hinten öffnet. Das hat einige Vorteile, dass die Kinder hinten rausfallen, nicht vorne. Nee, Spaß beiseite. Esther, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Esther Beckmann. Ich bin Produktspezialistin für alles, was auf den Namen Custom im Hause Ford hört. Also den normalen Transit Custom, Tourneo Custom oder eben auch den Transit Custom Nugget, auf dem hier beim Caravan Salon jetzt natürlich eben der Fokus liegt. Dadurch, dass wir beim Custom jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues haben, was wir hier auf dem Caravan Salon dieses Jahr zeigen können, haben wir uns eben einen kleinen Spaß gemacht, haben einen Nugget L1 mit Aufstelldach teilfoliert, haben für die untere Fahrzeughälfte eine mattrote Folie genommen mit einem farblich passenden Faltenbalk, der aktuell zwar so noch nicht bestellbar ist, aber der ein oder andere Händler hat eben auch schon sein Interesse daran angemeldet. Und bevor der ein oder andere jetzt schimpft, ja, das ist aber abgeguckt bei VW, auch unsere Transit MK1, die so um 1960 rum gebaut wurden, hatten auch schon ihre zweifarbige Historie. Und das ist eigentlich das, womit wir hieran anknüpfen wollen. Okay, das heißt, VW hat bei euch abgeguckt in den 50ern? Ja, genau. Außerdem die stehen hier. Ich zeige mal gerade, da vorne ist Volkswagen. Also die haben kein Problem, mit euch gegenüberzustehen. Nein, genau. Das ist auch schon seit Jahren so. Und man spricht auch trotzdem miteinander. Also das ist alles in Ordnung. Ja, der ist schön ausgebaut. Der Vorteil ist, ich kann ihn noch mehr im Alltag nutzen. Ja, genau. Das ist eben so. Wir haben dadurch, dass wir halt eben dieses sogenannte Zweiraumkonzept in dem Nugget drin haben, die Möglichkeit, eine etwas breitere Sitzbank in dem Fahrzeug zu verbauen, als unsere Mitbewerber das eben können, sodass wir für die Alltagstauglichkeit eben vollwertige 5 Sitzplätze in dem Fahrzeug drin haben. Die beiden äußeren Sitzplätze auf der Sitzbank auch mit Isofix, sodass man eben auch als Familie dann sicher unterwegs sein kann. So, wir springen mal kurz rein, weil die Leute, die huschen die ganze Zeit rein. Sag mal, wenn der hier zu ist, dann ist das aber nicht ganz so einfach, wenn du jetzt 2 Meter groß bist, oder? Nee, genau. Da muss man dann schon so ein bisschen gucken, wie man durch das Fahrzeug durchkommt. Aber grundsätzlich, wenn du ein Mondeo Turnier fahren kannst, dann kannst du da drin halt auch leider nicht stehen. Und ist so. Das ist genauso wie beim PKW halt. Dann komm mal kurz rein. Jetzt bist du mal die Ehefrau hier, die mal ein bisschen kocht. Und nee, Spaß beiseite, ist ja nicht die Rollenverteilung, aber ich kann hier super kochen, ich habe eine richtige Küche. Genau, also und das ist eben auch der Grund, warum wir uns für das Aufstelldach entschieden haben, das nach hinten aufgeht, damit man eben im hinteren Bereich des Fahrzeugs, wo wir die Küche haben, eben auch die aufrechte Stehhöhe haben. Und genau, wir haben hier ein Waschbecken, wir haben auch hier, wie bei dem Big Nugget, eben den zweiflammigen Gaskocher und hier die Kompressorkühlbox mit 42 Liter Volumen, damit wir eben schon mal einiges drin unterbringen können. Habe ich unten auch Schlafplätze? Genau, man kann die Sitzbank umklappen, wir schieben die Vordersitze einmal komplett nach vorne, dann können wir die Sitzbank gerade. Mach das mal, ist also lieb. So, jetzt habe ich dich mal rausgefordert, aber das wollen die Leute vielleicht im Video auch mal sehen. Das heißt, ich kann unten und oben schlafen? Genau, das geht relativ wenig elegant, ohne dass ich dir jetzt gleich meinen Hintern in die Kamera halte. Ach so, nee, pass auf, ich halte mal hier hin und ich halte mal hier auf die Küche und du baust jetzt mal um und dann machen wir das mal. Ah, ist doch eine Frau, ich sehe es ja. So, da ist es. Das heißt, erst wird der Tisch zusammengeklappt? Ja, genau. So, dann. Wird der ausgehangen, oder? Nee, der wird wirklich zusammengehangen. Ah, das ist wie bei Volkswagen. Macht's immer gerade. Also das ist jetzt wirklich ein Praxistest. Man muss auch sagen, du machst das nicht jeden Tag, gell? Nee, aber ich habe es schon einige Male hier. Hast schon ein paar Mal gemacht, auf der Messe gezeigt. Ah, das heißt, der ist weg. Ich kann ihn auch gleich da liegen lassen, wenn ich will. Genau. Ne, der wird wirklich so zusammengeklappt und gesichert, damit er uns eben während der Fahrt nicht im Weg ist. Und ist aber immer da und muss nicht noch irgendwo zusätzlich verstaut werden. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, erster Schritt, Vordersitze umdrehen in Fahrtrichtung und ganz nach vorne schieben, weil wir die eben nicht für die Liegefläche brauchen. So, das heißt, ganz nach vorne. Ah ja, jetzt ist viel mehr Platz. Die könnte ich zur Not sogar noch nach vorne drehen. Habe ich noch mehr Platz. So, und dann. Ah, guck mal da, da sind die Füße später, da drinnen, in der Box. Genau, so, dann klappen wir das einmal hier rum.
Ja. Und haben dann hier hinten eben noch dieses Polster, was dann über den Bügel an der Rückseite der Sitzbank angebracht wird, damit wir hier die durchgängige Liegefläche haben. Stark. Also ich dachte nämlich zunächst, es wären nur zwei obendrauf, weil ich weiß, oben die Matratze, die ist ein bisschen dünner. Da kann man ruhig mal einen Topper gebrauchen. Also das rate ich sowieso jedem, der oben ist, ruhig mal einen Topper mitnehmen. Genau, also ein Topper ist mit Sicherheit eine sinnvolle Ergänzung. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, wir haben dieses Froli-Matratzensystem oben, wo man so eine punktelastische Federung zum Schlafen hat. Also eigentlich vom Schlafkomfort ist es oben schon nochmal angenehmer. Das ist oben, das ist jetzt runtergezogen. Genau. Du kommst ran eigentlich oben? Mhm. Mach mal runter. Ja, mach mal. Das ist lieb. Ja, das Bett, 1,64 Meter bist du. 1,56. 1,56, so. Genau. Auch du kommst an das Bett oben ran. Wie geht's? Genau, also wir haben einmal die Leiter hier, die wir an der Rückseite der Küche einhängen. Während der Fahrt können wir sie sicher im Kleiderschrank verstauen, damit sie eben nicht irgendwie durchs Auto fliegt. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, um das Bett runterzuklappen, sind rechts und links diese beiden schwarzen Laschen, die wir da sehen. Ja. Das eben auszuhaken, dann kommt die Bettplatte schon runter. Wir ziehen es einmal mit einem kräftigen Ruck zu uns, damit es in den Schienen entsprechend verankert ist und stabil ist. Ein wesentlicher Vorteil, den wir eben bei dem Ford Transit Custom haben, dass die Karosserieform relativ gerade nach oben geht, sodass wir eben wirklich auf die wettbewerbsvergleichbaren besten Bettenmaße kommen. Und bei der Aufstelldachvariante liegen wir hier bei 1,38 Meter mal 2 Meter. Das ist gut, gell? Ja. Ja. Ich selber habe einen T6. Da schläft meine Tochter mal oben. So. Ich schlafe lieber unten. Selbst schuld. Aber es ist ein gut durchdachtes Konzept. Man muss aber sagen, der Wagen ist ein bisschen breiter, glaube ich, hier der T6, gell? Ja, genau. Ist der so. Ja, mach mal. Ja. Bin mal gespannt. Also jetzt geht sie hoch, entriegelt beide Seiten. Und dann kommt es einem schon entgegen. Aber sanft, oder? Geht. Ja. Oh ja, hast es ja locker geschafft. Da ist es. Warte mal, ich komm mal zu dir hoch. Ich will mal sehen. Ich meine, wenn du schon hier Gustav Töni, größte Bettenmaße der Welt. Oh, das ist schon groß. Ja. Das ist schon groß. Ja. Das ist schon groß. Also mal, und ich sag's ja, und was auch cool ist hier, das kleine Lämpchen, das habe ich auch nicht bei mir im T6. Genau, das haben wir eben auf beiden Seiten. Das ist mit LEDs. Das kannst du einfach dadurch, dass du hier auf der Rückseite quasi drauf drückst, die Helligkeit auch steuern. Das heißt, je mehr ich drauf drücke, desto mehr Lämpchen gehen aus. Damit man dann eben den, der neben einem vielleicht hoffentlich liegt, auch beim Lesen dann nicht noch stört. Ne? Was auch cool ist, ihr habt beide Seiten mit Fliegenschutz versehen. Also bei mir auf der einen Seite ist ein Fenster, was man gar nicht nutzen kann. Ja. Ich will ja Durchzug haben und nicht, ich sag mal, wenn im Winter wird es eh, sag mal, ein bisschen schwierig. Heizung, wie ist das hier gelöst? Standheizung serienmäßig ist eine kraftstoffbetriebene Luftheizung. Genau. Genau, das heißt, ich brauche kein Gas mitführen. Nein, genau. Die Gasflasche ist ausschließlich zum Kochen. Ist ausschließlich zum Kochen da. Ein Klo, habe ich so ein Porta-Potty, wo ich unterbringen kann? Genau, oder so? Dafür ist eben hier das untere Fach von dem Kleiderschrank genau von den Abmessungen angepasst, dass man das dort eben reinschieben kann. Super. Also jetzt öffnen wir mal auf. Ich zeige euch noch mal kurz ein Feature, das habe ich eben entdeckt, als du dich den Finger geschnitten hattest. Dann, warte mal kurz, geh mal raus. Ja. Mit Lichtfilm ist immer so ganz so. Hier haben wir nämlich eine Außendusche. Ja. Das finde ich eigentlich total klasse. Da gibt es nämlich so Vorhänge, kann man hinterher machen, kann man richtig schön duschen. Ja, genau. Also der Duschschlauch ist immer serienmäßig mit dabei. Den Anschluss haben wir hier. Das wird einfach draufgesteckt. Dann aktivierst du es hier einmal und dann hast du einen Saugnapf, damit du es hier oben an der Heckklappe befestigen kannst. Echt? Mit Saugnapf? Ja, genau. Das ist cool. Ist dabei? Ja, ist serienmäßig mit dabei, genau. Wo liegen wir denn hier vom Preis? Bei dem ausgestellten Fahrzeug, wobei man mir jetzt fairerweise sagen muss, 170 PS Automatik eigentlich mit allem, was das Zubehörherz begehrt, 63.000. Das ist auch immer noch okay. Ja. Also dafür, dass ich sag mal, für den normalen Custom in der Ausstattung liege ich ja auch schon bei 40 oder sowas, oder? Ja. Und was man eben auch nicht vergessen darf, ist der Listenpreis. Das heißt, der Händler kann da auch noch ein gutes Angebot machen. Jetzt sind wir 50% runter. 50 wahrscheinlich nicht, aber schon nochmal ein Stückchen. Ja, aber die Frage ist, in Zahlungnahme finanziere ich. Es gibt da tausend Sachen, die da eine Rolle spielen. Also muss man ein bisschen handeln und so sieht's aus. Ja, also ich bin wieder begeistert. Das mit dem Aufstelldach ist eine feine Sache. Hier komme ich in viel mehr Parkhäuser rein, bin nicht so, ich sag mal, so nichts gegen den Nugget, aber sieht ja schon so ein bisschen aus wie so eine kleine schwangere Kuh, mit der man rumfährt. Da muss man schon drauf stehen. Wenn das hier zugeklappt ist, habe ich einen ganz normalen Bus.
Auf der anderen Seite muss man sagen, der ist winterfest. Das heißt, hier kann ich also mit dem Hochdach will ich im Winter nicht campen, ganz ehrlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Und das kann ich hier. Also das ist, ich liebe den Nugget. Es gibt eine ganz große Fangemeinde, so muss man sagen. Und deswegen werde ich mich nochmal entschuldigen für die schwangere Kuh, das ist dummes Zeug. Aber er hat schon ziemlich gewuchtige Maße. Hier weiß man, hier kommt ein Wohnmobil und das auf der anderen Seite, das ist dann eher dezent. Ja, stimmt schon. Wobei man halt eben auch noch für ein Wohnmobil bei relativ kompakten Abmessungen bei dem Nugget Plus eben liegt. Wir haben eine Fahrzeuggesamtlänge von 5,34 Meter. Das heißt, so auf den meisten Parkplätzen in der Innenstadt kannst du halt eben trotzdem noch parken. Aber klar, von der Höhe oder auch von der Windanfälligkeit auf der Autobahn ist es eben eine andere Geschichte, als wenn du mit einem Aufstelldach unterwegs bist. Ja, ich denke mal an die Höhe. Also es ist bei mir so, ich habe einmal Fahrräder auf dem Dach gehabt und habe die mal unter einem Baum geparkt. Ja. Da waren sie weg. Ja. Und das ist so, aber die Leute wissen nach der Zeit, dass er hoch ist. Man merkt es beim Fahren gar nicht, muss ich sagen. Ich bin mal hoch gefahren, fährt sich wie ein Bus. Ja, absolut. Andererseits muss man natürlich auch sagen, gerade Menschen, die halt größer sind. Ich war jetzt vor kurzem mit einem Freund von mir übers Wochenende in Holland. Der gute Mann ist 2,5 Meter groß. Der hat sich halt eben schon über die durchgängige Innenstehhöhe gefreut, ne? Ja, wir gehen mal kurz rein. Auch da vielleicht nochmal, da gibt es ein eigenes Video, da verweise ich mal drauf. Haben die Kollegen aus Dillingen von der Zentralgarage haben wir das gemacht. Und ja, auch hier das gleiche Konzept, gleiche Bank. Genau, es ist die gleiche Sitzbank. Du kannst genauso hier unten schlafen wie auch beim Aufstelldach. Das Besondere hier ist eben einmal, dass das obere Bett anders ist. Warte, ich gehe mal nach hinten, du gehst mal rein. Dann kann ich von hinten einfach mal reinfilmen. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Ja, die Stehhöhe ist natürlich der Hammer, oder? Genau, also du hast halt durchgängig die Möglichkeit, dich frei im Fahrzeug zu bewegen, musst dich nicht unter irgendwelchen Bettplatten durchducken. Hier ist es halt eben so, dass wir das Hochbett hier oben haben, was während der Reise eben den Vorteil bietet, du kannst dein Bettzeug einfach da oben drauf schmeißen und musst es nicht nochmal irgendwo verstauen. Nicht mal umbauen groß. Und ja, die Küche ist immer nutzbar, also auch während der Fahrt darf man es natürlich nicht. Ich würde auch nicht empfehlen, das zu tun, aber wenn sie es trotzdem machen, ist es auf eigenes Risiko. Ja. Keine Empfehlung, aber es würde gehen. Ja. So, aber ich kann auch mal kurz anhalten, ich muss nicht das Dach hoch machen. Ja, genau. Das ist grundsätzlich, es ist halt eben auch unauffälliger, wenn man jetzt irgendwo beispielsweise auch frei steht. Man sieht von außen eben halt nicht direkt, ob jemand drin schläft oder nicht. Das ist bei einem aufgestellten Aufstelldach eben schon auffälliger. Ne? Also die Profis, die wissen es natürlich schon, aber ist ja so, das spielt ja auch so ein bisschen der innere Gedanke mit. Ja. Macht ja immer so ein bisschen Angst und so, aber das ist so, ich sag mal, mit dem Fahrzeug kann ich überall stehen bleiben, das ist der Vorteil. Ich kann einfach irgendwo in der Innenstadt parken, macht das fertig. Die Schränke auch sehr modern? Ja, genau. Das ist halt eben der entscheidende Vorteil, den wir auch bei dem Hochdach haben. Wir haben nochmal einfach die Möglichkeit oder den Platz, zusätzliche Stauräume und Schränke eben dem Kunden bieten zu können. Ne? Ja, und hier ist ein richtiges Klo eingebaut, genau. Sogar mit Schutzwand. Das sind dann die Besonderheiten des Nugget Plus. Wir haben eben einmal ein Sichtschutzrollo, was wir hier ausziehen können. Ich geh mal raus. Können. Das heißt, hier kann ich in Ruhe mein Geschäft verrichten. Naja, in Ruhe sei mal dahingestellt, aber du hast zumindest etwas für ein Mindestmaß an Privatsphäre, wenn du zur Toilette gehen möchtest. Wie war denn das, als in Holland wart? Wir haben es nicht genutzt. Genau, und dann haben wir eben hier die Toilette. Mach mal auf. Sag mal, euch ist noch nie passiert, dass ein Kind mal versehentlich das genutzt hat? Nee. Nein, zum Glück bislang noch nicht. Alles gefüllt, man riecht's. Ja. Nee, toll, also eine Toilette finde ich super. Genau, also, und ansonsten haben wir eben hier dann an der Stelle noch ein Klappwaschbecken, sodass derjenige, der eben auf Toilette gewesen ist, sich hier die Hände waschen kann und nicht notwendigerweise dahin geht, wo der andere vielleicht das Gemüse fürs Abendessen gewaschen hat oder sich die Zähne putzt. Wenn man es nicht nutzen möchte, lässt es sich platzsparend eben einklappen. Aber das war für uns der bessere Kompromiss, es zumindest anzubieten. So, hier sind die Stühle direkt mit drin, ja. Auch praktisch? Genau, das ist eine Option, die Westfalia über ihr Sonderzubehör anbietet. Das ist das sogenannte Outdoor-Paket. Da hast du dann einmal den Tisch dabei, der dann hinten an der Heckklappe befestigt wird. Der jetzt hier der ist nicht drin, sonst wäre er schon weg. Aber der, genau. Ich sag mal, hier vorne kann ich einfach den Tisch einhängen. Genau, und dann hast du hier an der Seite eben die zwei sehr bequemen Campingstühle dann sicher untergebracht, die dann auch während der Fahrt nicht durchs Auto fliegen. Ja, prima. Also da ist es mit dem Dach, mit den Riegelungen sehr einfach. Also jetzt hast du eben schon den Finger mal kurz geschnitten. Meinst du, kriegst noch einmal? Klar, kein Problem. Dass wir das haben. Weil das ist wirklich auch, kann ich schnell umrüsten? Einfache Antwort, ja. Ja.
Genau, also hier haben wir jetzt keine Laschen, so wie wir es beim Aufstelldach haben, sondern wir haben eben diese silbernen Knöpfe, ja, die wir einmal entriegeln auf beiden Seiten. Dann wird einmal diese Klappe hier runtergeklappt. Ja. Und dann sehen wir hier jetzt auch schon dieses schöne Federungssystem für den höheren Schlafkomfort, den wir eben im oberen Bett haben. Und ich nehme mir jetzt einmal die Armlehne zur Hilfe. Und dann zieht man das Bett hier raus, sieht eben an der Seite auch sehr schön diese Führungsschienen. Dann kommt es runter und dann hast du dein Bett. Macht einen sehr zuverlässigen Eindruck, ja, muss ich sagen. Also ja, die Schienen, das sieht alles richtig gut aus. Und ich, ja, habe ein Riesenbett. Ja. Das ist schon gut. Hab genau, oben dann noch hier mal haben wir eben nochmal 1,40 x 2 Meter Anliegefläche. Dadurch, dass wir eben den Mechanismus des Aufstelldachs nicht haben, 2 zusätzliche Zentimeter. Und von daher. Ja, und habt natürlich eine Isolierung, die kann man nicht vergleichen mit dem Zelt, oder? Ja, genau. Das ist natürlich hier bei der Hochdachvariante nochmal einen ganzen Ticken besser. So, ja, hier vorne sieht man zwei Flammenkocher. Auch da ist die Kompressorkühlbox mit drin, die gleiche wie drüben? Ja, gleiche genau. Wie drüben. Das ist 40 Liter, was hat die? 42 Liter, genau. Das ist bei den kleinen Nugget-Modellen auf Basis des Transit Custom absolut identisch. Wenn ich das untere Bett nicht nutze, habe ich hier noch ein Staufach? Genau, quasi. Du kannst beispielsweise, könntest du jetzt auch hier irgendwie noch Koffer oder Taschen unterbringen. Ansonsten lässt sich dieses Polster anheben. Dann hast du hier noch die Abdeckung und darunter versteckt sich der Frischwassertank, Abwassertank und die Aufnahme für die Gasflasche. Okay. Der ist von außen zugänglich, oder? Genau, du hast links an der Seite. Warte, ich komm mal rum. Hast du dann eben einmal den Stromanschluss, den du für den Campingplatz brauchst, und ansonsten die Befüllmöglichkeit für den Frischwassertank. Da hat eine Batterie, eine Aufbaubatterie drin. Genau, die Batterien sind unterhalb des Fahrersitzes, Beifahrersitzes. Oh, das heißt so ein Tag, so zwei. Die werden noch geladen, während ich fahre, gell? Bis zu einem bestimmten Ausmaß ja, nicht zu 100%. Das sind so, ja, glaube ich, Landstrom, da werden sie voll gemacht. Genau, und über den Landstrom hier dann zu 100% aufgeladen. Ja, ein schönes Auto. Die Farbe läuft übrigens gut? Ja. Ja. Es ist die persönliche Lieblingsfarbe der Produktspezialistin, die sich im Übrigen auch diesen wundervollen Namen ausdenken durfte. Das bist du? Ja, genau. Nugget, kommt das rein? Nein, es ist das Hokkaido Orange. Liegt daran, dass meine Mutter bei dem größten Kürbisproduzenten in NRW bzw. Deutschlands gearbeitet hat und wir eben einen Namen brauchten, der dem Kunden direkt einen Eindruck davon vermittelt, wie diese Außenfarbe aussieht. Du bist schon länger bei Ford? Ja. Man merkt's. Also der darf sogar die Farben benamens, Entschuldigung. So, Nugget Plus, da steht er komplett. Ich denke, der Nugget, der ist ein bisschen kürzer. Genau, der kleine Nugget ist insgesamt 37 cm kürzer. Und steht hier daneben, aber den, direkt daneben, das, weißt du was? Ist das Gleiche. Das Einzige, was dort dann so gesehen in Anführungsstrichen fehlt, ist eben die Toilette, das Rollo und das Waschbecken. Genau, das Rollo ist nämlich hier. Das sage ich noch mal ganz kurz. Das kann man beim Plus noch mitbestellen, wenn man das möchte? Nein. Geht nicht? Nein. Na, hier hätten wir dann wieder, wie bei dem kleinen mit dem Aufstelldach, den wir zuerst angeguckt haben, unten im Kleiderschrank das Fach, wo das dann Klo, das Porta-Potti dann reinpasst. Genau, das genau, habe ich ja auch selber im Auto. Ja. Und der Star meines Sohns, der immer wieder kommt, Papa, ich muss. Ja, dann sagen wir, du kannst ja kein Klo spazieren fahren, warte mal ab, wenn du mal dringend musst. Dann ist das, und es ist wirklich, also wenn man es richtig macht während der Fahrt, man riecht gar nichts. Das ist ja immer nur, wenn man steht, riecht man was, ja, weil das wird durchgeschüttelt und ja, ich will keine Details jetzt sagen. Ja, schön, ihr habt einen tollen Stand. Du bist unglaublich sympathisch, ich habe es dir eben schon mal persönlich gesagt. Du bist wirklich die Produktmanagerin. Ja, genau, für Fahrt Deutschland. Wie cool. Ja, ja, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das mal? Ich habe während meines Studiums Schwerpunktfächer International Management und Marketing gehabt, hatte die Gelegenheit, bei zwei weiteren Automobilherstellern schon Praktika machen zu dürfen und meine Abschlussarbeit zu schreiben. Komme gebürtig aber aus Bonn, sodass dann die Heimatverbundenheit auch wieder ein Stück weit durchgeschlagen ist. Und genau, habe dann bei Ford in der Produktentwicklung angefangen und irgendwann kam die Chance, dass bei Marketing und Sales im Bereich Produktmanagement die Stelle ausgeschrieben wurde. Ja. Was gemacht, ja. Hat mir gefallen, habe mich beworben, habe das Interview in Anführungsstrichen gewonnen und den Job bekommen. Was ist denn Ford für dich? Was bedeutet Ford für dich? Es ist ein unheimlich toller Arbeitgeber, der einem unheimlich viele Möglichkeiten auch einfach bietet. Also ich habe an verschiedenen Fahrzeugprogrammen schon mitarbeiten dürfen. Ich war zwar die meiste Zeit in Köln, aber nicht die gesamte Zeit. Also innerhalb der 6 Jahre war ich jetzt auch schon ein gutes Dreivierteljahr in Valencia
durfte am Launch des S-Max und Galaxy mitarbeiten. Und es ist egal, in welchem Abschnitt des Produktlebenszyklus man sich befindet, immer wieder neue Herausforderungen und Aufgaben, die so entstehen. Und das ist es halt eben, die Abwechslungsmöglichkeiten und Abwechslungsreichtum, der mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Da lernt man auch die Rhetorik. Ja. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Esther Beckmann. Beckmann, ja, von Ford Deutschland, Produktmanagerin für unter anderem diesen tollen Nugget hier. Die Farbe kommt nicht von dir, oder? Nein, genau. Das Magnetic Grau, die Ehre hatte jemand anderes. Die, ja, die Magnetic Grau Ehre hatte. Ich suche gerade noch ein Abschlussfoto. Ja, auf der Caravan Salon 2019. Ja. Nächste Woche ist IAA. Da seid ihr auch? Ja. Ja, frohes Mahlzeit. Da ist einiges zu tun. Ja. Dankeschön. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.